Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit diesem Let's Play Limbo. Live and Let Die. Dauernd sterben ist nicht so lustig, wie es aussieht. Wir sind hier bei der Kreissäge, bei der Blöden. Und ja, da kommt es wirklich auf Timing an. Und ja, und auch mit der Drückerei. So, die kommt runter und jetzt Limbo, geh mal in die Richtung. Ja, super, und wir sind schon wieder im Eck. Ja, ich springe da gleich einmal selbst in die Kreissäge. Das kann ja nicht sein. Der nervöse Finger, ich glaub's ja nicht. So, das Prinzip ist klar, ja? Wir müssen da die Kisten übereinander stellen. Ja, und nicht runter, du. Scheiße. What the fuck? Aber ich denke schon, dass das richtig ist, ja? Eins, zwei, drei und komm, lauf zu, mein Freund. Schnapp dir das Ding. Daher und rauf. Ein wenig zurück und mit Anlauf. Jawoll! 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 Hurra! Hurra! Ich bin mir da nicht sicher, ob nicht mein Controller von der Xbox eine Verzögerung eingebaut hat, weil das ist extrem scheiße hier. Ja, und wir sind da im Freien und ja, Gott sei Dank, da wieder ein Mückenschwarm. Was war denn da? Da hat sich was bewegt, gell? Ja, klar. Wir klettern einmal. Flugs darauf, da oben ist auch was, wozu das sein soll, habe ich. Ja, und wir rutschen da wieder irgendwo hin, wo wir nicht wissen, wo wir hinrutschen. Das finde ich auch, oh, ja, so öde. So. Oh, ist das gefährlich? Was ist denn das? Hat die Angst vor uns? Okay. Da kommen wir jetzt nicht rauf. Das ist eine Riesengälse, oder? Ja, ich habe keine Ahnung was. Müssen wir die jetzt fangen, oder was? Okay, ja, das probieren wir doch gleich. Pirschen wir uns schon langsam an. Leise. Aber fast, ja. So in der Art müsste es funktionieren, glaube ich, ja. Wir probieren das Ganze noch einmal. Ganz leise. Ja, genau, so ist es. Ne, lass uns jetzt nicht fallen. Wohin? Wohin? Ich kann da nicht. Au, au weh, das war nicht fein. Ich habe losgelassen. Meine Güte. Ja, jetzt haben wir schon wieder ein Insekt verstümmelt. Aber ja, war ja keine Spinne. Was ist denn da jetzt los? Aha. Nur hoffentlich keine Suizidmarken. Oh. Okay. Das ist eine Druckplatte, ein Druckschalter. Da hinten ist nichts für uns. Also wir müssen da mal weiter. Ja. Da ist auch noch was für uns. Das sind Zahnräder. Okay. Vorerst einmal Leiter, ja, Leiter ist okay. Da. Ja, komm. Wir nehmen das, sag ich mal, weil darauf kommen wir nicht. Und schauen wir mal, was da. Ja, stoß dir den Kopf da. Limbo.
Spaß ein wenig auf. So, wo sind wir jetzt hier? Das scheint eine Fabrik zu sein, ne? Und aha. Aha. Ja, nicht schlecht. Na gut. Aber die Richtung stimmt ja. Ah, wir kommen ja da nicht rauf, verflixt. Wir müssen das rausziehen einmal. Ja, da kommen wir dann nicht durch. Ja, spiel dich, komm rauf da. Und runter. Und was können wir mit dem Zeug machen? Das geht auch bis hierhin. Ja. Und bis dahin. Aha, das ist sogar mit einer Kette angebunden. So, dann schauen wir mal, was da abgeht. Das ist was. Da ist gar nichts, da kommen wir nicht weiter. Nö. Dann einmal da. Oh, oh. Da ist ein Ball. Na, das ist ein Reifen. Das ist eine Reifenfabrik. Aha. Aha. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Aber das wird schon einen Grund haben. Wir werden da mal einen Reifen holen, schätze ich mal. Ja. So. Wir werden da drüber jumpen. Dann den darauf. Oh, 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 oh. Ah, ja, die Idee war ja nicht schlecht. Okay, na. Ja, wir müssen das von dieser Seite machen, weil sonst können wir nicht über diese, was weiß ich, was das ist, ja, drüber springen, ne? Also hier kommen wir nicht drauf, weil da oben ja so eine Maschine runterhängt, ja. Aber gut. So. Komm. Und schnell. Na, du blöder Heinzi. Na, das war wieder notwendig. Komm, lass es sein. Limbo. Wirst du jetzt endlich einmal tun, was ich dir sage. Runter und hol dir den Riffin und retour. Ja, aber fallen. Ja, super. Und die. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Einmal noch. Okay. Komm, rauf. Und dann schon rüber. Ja, gerade mal erwischt. Nicht, dass uns der da jetzt runterfällt. So, ja, perfekt. Aber das System ist klar, Leute, ja? Okay. Ich schätze mal, wir müssen den dann hierher bringen, dass der dann da hinten rechts runterfällt. Okay. Limbo, einmal noch, komm. Schnell, Limbo. Ja, das geht sich gerade mal aus. Und jetzt schnell hierher. Und jetzt. Also da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Wo bist denn du jetzt da runtergefallen? Okay, wir müssen da wahrscheinlich retour. Also wenn mir jemand sagt, dass er blind da ohne Sterben durchgekommen ist, ja dann, aber Hut ab, Leute. Tausendmal Hut ab. Ja, wir schauen da mal runter. Der Reifen muss ja irgendwo liegen. Ah. Aha. Ah ja, der kann uns ja eventuell helfen, gell? Wir rollen den mal drauf. Und jetzt aber schnell, komm, Limbo.
Ja, super. Kommt dann auch einmal. Aha, zweimal geht's. Okay. Alles klar. Alles klar. Problem erkannt, Problem gebannt. Schauen wir mal. Ja, überlegen, ob wir darauf springen sollen. Ach ja, wir probieren es einfach. Einmal. Ah, ja. Und, oh, das war natürlich wieder mal ein Blödsinn. Komm, ah, verflixt, weil da kommt er ja noch einmal. Und. Ja, ich habe gedacht, das geht sich noch aus. Ja, super. Ja, okay, das ist okay. Da bin ich einverstanden damit. Komm runter. Ja, nimm doch die Leiter. Limbo. So, wir müssen, plötzlich, wir müssen da jetzt, wir stellen das Zeug wieder mal daher. Ich weiß nicht, wozu wir die dann brauchen, dass wir die dann, ich weiß es nicht, aber Blödsinn. Wir machen das einfach, weil das Spiel es von uns verlangt. Okay. Komm. Okay. Und Hauruck. Ja, das geht gerade noch. Ja, der ist ziemlich. Ja, das ist ein LKW-Reifen. Und wir springen da. Frohen Gemütes. Okay. So, und jetzt das Zeug schnell. Da reingeschoben mal. Gut so. Und wofür das jetzt gut war, ich habe keine Ahnung. Wir erkunden mal die Umgebung und schauen, was da jetzt passiert. Ah, wir brauchen die Kiste zum Raufkommen da. Da. Ja, Geistesblitz, und es wird hell in Dosus. In Dosus. Das ist offen im Kopf. Okay. Okay, gut. Ja, aber bevor wir hier weiter rätseln, ja? Leute, machen wir hier, glaube ich, mal einen Schnitt. Das letzte Mal war ja ziemlich abrupt durch die Kreissäge, weil das hat mich dann so genervt, dass es hier dann wahrscheinlich passt, ja? Ja, bevor wir hier wieder stundenlang rätseln, worum es hier geht. Okay. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, macht ein Abo, wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter und ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Und wir werden hier weiter rätseln.